Als erstes Statement an die dauerempörte, nur schwarz-weiß denkenden Menschen unter euch. Nein, dieser Krieg ist mit nichts zu rechtfertigen. Und ja, auch mir tut die Zivilbevölkerung leid. Ob ihr es glaubt oder nicht, traurig, dass man das dazu sagen muss heute. So, in den Videos seht ihr EU-Diplomaten, die den Saal verlassen, während der russische Außenminister Lavrov eine Rede hält. Da frage ich mich, möchte man eigentlich deeskalierend eingreifen? Hat man überhaupt ein Interesse daran, dass die Lage sich verbessert? Nur eine Frage, hilft mir mal weiter. Für mich ist das Kindergarten. Noch ein anderes Thema. Erinnert ihr euch an den BKK-Vorstand Schäfbeck, der in einem Welttitel uns mitgeteilt hat, dass die Pieksnebenwirkungen in Wahrheit viel höher sind, als uns das PEI offiziell preisgibt? Laut Weltreporter Tim Rhön wurde dieser Schäfbeck nun fristlos entlassen von der BKK. Hilfe, was ist denn da schon wieder los? Man hat wohl eine Anhörung beim PEI, dort hätte man wohl die Zahlen dann erörtert. Und jetzt, vor dieser Anhörung schon, wurde Schiffbeck fristlos entlassen. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir kommt es so vor, als ob man wieder irgendetwas verschleiern möchte. Und wer ist der Leidtragende? Millionen Menschen, die sich gepikst haben, die eigentlich die Wahrheit erfahren dürften. Oder sehe ich das falsch? Irgendwas steckt doch da drin. Oder warum hat man ihn nicht hinterher entlassen, wenn man vielleicht die Zahlen erörtert hätte und dann sich herausgestellt hätte, okay, dieser Mensch hat doch nicht recht gehabt. Warum davor? Warum kriegen wir keine Informationen darüber? Also bei mir gehen da alle Alarmglocken auf. Und wieder mal ein Beispiel für Cancel Culture und was hier abgeht in Deutschland. Was denkt ihr darüber?